Hallo, liebe Freunde, was läuft da im Bauhause? Weizendreschen ist angesagt und ist jetzt im Hintergrund. So lange war es schön und heiß und plötzlich überzieht das hier. Vielleicht gibt es dann noch ein Gewitter. Jetzt da zu meinem Weizen, ein Hektar, eine Hektare Gombin. Und den habe ich mit CCC kurz gespritzt. Und auch noch Modus. Ich habe den mit CCC kurz gespritzt und dann noch das zweite Mal mit Modus. Schon ein bisschen reduziert. Gombin ist auch nicht so ein hoher Weizen, aber es war zu viel. Ich denke, ich habe den Ertrag runtergespritzt. Der ist viel zu tief und viel zu kurz geworden. War unnötig. Meine Lehre daraus: nächstes Jahr, wenn ich diese Sorte wieder sehe, werde ich ganz sicher weniger TCC und Modus einsetzen. Jawohl. Ich denke, der ist auch eher ein bisschen notreich geworden mit dieser Trockenheit. Ja, wenn ich natürlich die Flächen sehe, die da in Deutschland gedroschen werden, ja, da ist da mein kleines Stück Weizen fast nur ein Garten. Gartenfläche in Deutschland. Ja, es hat sich da so ergeben. Eigentlich liegt diese Hektare Weizen zwischen meinen zwei Rapsfeldern. Und ich habe da in der Fruchtfolge nicht gut geschaut. Ich habe nicht hingehauen. Ich hatte da noch Mais auf dieser Hektare und das hat nicht gereicht, um Raps zu säen. Einfach wäre vorgesehen gewesen, diese Hektare auch noch Raps zu machen. Also ich habe 4,65 Hektaren Raps angebaut dieses Jahr. Und wäre das dann 5,65 gewesen. Das ist für mich schon ein recht grosses Feld, ja. Jetzt sind da halt mitten zwischen dem Raps ist da noch Weizen gesät worden. Jawohl. Übrigens, Raps habe ich 47 Kilo die Aare gedroschen bei 6,3% Feuchtigkeit. Das ist auch rekordverdächtig. So tief war ich noch nie. Es war sicher zu trocken. Ich hatte sicher viel mehr Verluste, weil er so trocken war, der Raps. Jawohl. Aber dieses Jahr ist so extrem. Man konnte das nicht verhindern. Wenn der Weizen so kurz ist, gibt es auch fast kein Stroh. Darum habe ich da beim Feld nebenan den Raps an den Schwad legen lassen und das Rapsstroh nicht gehackt. Ich werde da von diesen 2 Hektaren das Rapsstroh nach Hause nehmen zum Streuen. Ja, ich denke, sonst habe ich da zu wenig Streue für meine Galloway-Mutterkühe, die ja da auf, wie sagt man dem, auf dem Stroh, auf Tiefstreue, über den Winter auf Tiefstreue im Stall sind. Braucht ziemlich viel Stroh. Und sowas, das gibt nicht viel.
der Weizen so kurz ist. Ja. Dieser Laverda-Drescher soll bereits 25 Jahre alt sein und es ist ein Hangmäher-Drescher und funktioniert noch gut. Ersatzteile soll es auch noch geben. Ne? Ja. Und Hangmäher-Drescher sind ja in der Schweiz gefragt, wobei die neuen Mähdrescher ja das Sieb oder so ist ja auch mit Hangneigung im Mähdrescher innen. Also der Hangausgleich findet im Mähdrescher innen statt. Und hier beim Laverda ist hydraulisch kann man den gerade stellen. Sieht lustig aus am Hang.